Ja, hier ist der Petit und heute dreht sich alles rund um die Gitarre. Ihr seht da eine hängen, ihr seht da eine stehen, ihr seht da eine stehen und ihr seht hier eine stehen. Heute dreht sich alles um einen Gitarrenvergleich von drei Dreadnoughts und einer OM-Gitarre. Ich weiß, die ist ein bisschen out of Konkurrenz, weil es meine Gitarre schon ist. Die drei, die ihr hier gerade seht, sind noch nicht meine. Die habe ich zwar schon bezahlt, aber eine von den dreien möchte ich gerne behalten. Ihr kennt vielleicht meine Videos und wenn nicht, dann schaut sie euch gerne an. Mittlerweile spiele ich kaum noch Gitarre an sich, aber früher Gitarrenlehrer sogar, habe aber vor 5 Jahren das an den Nagel gehangen oder vor 3 Jahren, nee, vor 3 Jahren glaube ich. Habe jetzt auch irgendwie über 2 Jahre keine Gitarre mehr richtig angefasst, sondern nutze das eigentlich alles nur noch hier zum Loopen. Deswegen sind meine ganzen teuren und guten Gitarren alle weggegangen und ich habe meine Sigma, die da vorne hängt, behalten. Das ist, ich gehe über die mal kurz drüber. Wir fangen auch mit der mal eben an. Das ist die Sigma, das ist eine OM-Gitarre, ne, ein Orchestral-Modell, ähnelt der Auditorium, aber ist es ja wurscht. Also ich will die Gitarre nicht vorstellen. Das Video soll auch gar nicht so lange dauern. Ich zeige euch Strumming-Sounds, Picking-Sounds und Finger-Picking-Sounds. Zu den einzelnen Gitarren an sich habe ich Videos gemacht. Ich glaube, zu der hier nicht, aber das ist halt ganz kurz. 260 € Sitka-Fichte, aber nicht massiv. Das ist Sigma OMMST heißt die. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, weil die habe ich schon ein paar Jahre. Wir haben hier alles aus Kunststoff, also wirklich alles sehr billig. Sie hat keinen Tonabnehmer und nichts. Den Haken hier muss sie selber dran machen. Hat aber einen schönen Headstock und nicht wie die Epiphone. Aber was sie hat, im Gegensatz zu den anderen, einen anders geformten Korpus. Das sind drei Dreadnoughts. Und das hier, wie gesagt, OM. Wir haben aber eine Sattelbreite von 44,5 und das haben die anderen nicht. Die haben alle 43. Und 44,5 ist fürs Fingerpicking ein bisschen angenehmer, weil die Saiten weiter auseinander sind. Ne? Gut. Hier ist der Headstock aus Mahagoni, Bodenzargen sind aus Mahagoni und Fichtendecke, aber teilmassiv, nicht massiv. Gut, wir haben kein fancy Binding oder sonst irgendwas. Die Gitarre ist puristisch. Ich habe sie fürs Lagerfeuer benutzt. Und das war's zu dieser Gitarre. Wollt ihr die anderen Specs wissen? Schaut euch gerne die anderen Videos dazu an, die ich gemacht habe. Das grüne Ding hier ist einfach nur, dass wenn ich hier Saxophon spiele, in meinem Kämmerchen hier, damit ich das hier runter machen kann und die Strings nicht einfach anfangen rumzuflattern. Ne? Das hört sich mal doof an. Gut. Zu den Sounds. Ich werde die Tonabnehmer nicht berücksichtigen, aus dem einfachen Grund, weil die hier keinen hat. Alles klar. Also, wir fangen an. Ich fange mit der hier an. Wie gesagt, die muss soundtechnisch ein bisschen außer Konkurrenz sein, denn sie klingt höhenreicher. Aufgrund dieser engeren Bauform hier und weniger Volumen im Body klingt das Ding wesentlich, wesentlich aggressiver, sag ich mal, ne? Okay, also wir gehen auf die Sounds und sehen uns am Ende zum Fazit wieder. Ich nehme mal die Uhr ab, damit hier nichts gedamaged wird. Und wir starten.
Das sind die vier Kontrahenten bzw. drei Kontrahenten. Ich wollte euch einfach mal nur zeigen, was eine andere Gitarrenform am Sound ändert. So, es geht im Prinzip um die drei hier. Sie hören sich meines Erachtens nach alle drei sehr gut an für den Preis. Also nochmal zu den Preisen. 260 Euro meine Nix Massiv irgendwas Sigma. 260. 299 Euro die Ibanez mit dem Cutaway, das darf man auch nicht vergessen, Cutaway zu einer normalen Dreadnought ohne Cutaway, darf man, ja, es fehlt halt ein bisschen Volumen. So, die Sigma kostet 349 Euro und die Epiphone Hummingbird kostet 399 Euro. So, da muss man natürlich Absprüche machen, was den Preis angeht, aber ich finde vom Sound her, ja, ich weiß es nicht. Also ich wollte eigentlich in dem Video hier sagen, welche ich nehmen werde. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Zum Glück gibt es beim großen T, bei Thomann 30 Tage Moneyback, also ich bin ja nicht gesponsert oder sonst irgendwas, ich musste sie auch kaufen. Ich werde mich auf jeden Fall für eine entscheiden. Ich finde, rein optisch haben sie alle was. Ich war nicht so zufrieden mit dem Tonabnehmer, aber das zeige ich in dem separaten Video von der Gitarre hier. Mit dem Tonabnehmer, außerdem stört mich hier, dass es keinen zweiten Gurtpin gibt. Hätten sie besser hier diesen Aufkleber da hinten weggelassen und einen zweiten Gurtpin da hinten hingemacht. Fände ich jetzt irgendwie cooler. Ja, stimmstabil, soweit ich es bis jetzt gespielt habe, ist alles okay. Ihr habt halt verschiedene Decken, verschiedene Aufbauten. Das hier ist zum Beispiel Fichte, das da hinten ist Fichte und die, also die Harley Benton ist Fichte, Harley Benton Custom, Fichte, Epiphone Fichte und die Ibanez ist Cedar. Das sind die drei Massiven, zumindest was die Decken angeht. Ansonsten, ja, es sind halt alles drei Dreadnoughts, insofern tun sie sich nicht wirklich viel. Entschuldigung, ich finde vom Klang her kommen die Ibanez und die Harley Benton relativ nah aufeinander und vom Sound her finde ich, dass die Epiphone einen eigenen Charakter hat. Ob es an der Lackierung liegt oder woran es liegt, ich weiß es nicht. Aber ihr hört, habt ja in den Soundsamples gehört. Gut. Ich bin auch der Ansicht, dass richtige, also ich muss jetzt hier nicht die Virtuosität zeigen, die ich früher mal hatte, die ich jetzt nicht mehr so habe, nach so vielen Jahren Abstinenz, sondern es geht darum, man spielt einen Akkord und entweder der Sound springt einen direkt an und haut einen um, oder man denkt, meh. So, und so muss es kommen. Ne? Jeder hat seinen Lieblingston, jeder hat seinen Lieblingsakkord und den muss man spielen und da muss man denken, jawohl, alles klar, das ist super. Ja, ich finde alle drei okay für das, was ich hier mache. Es ist vollkommen in Ordnung, reicht auch vollkommen. Wichtig, wie gesagt, für mich ist die, die Klarheit, also die String Separation, wenn ich jetzt einen Akkord spiele, dass die Bässe nicht die Höhen fressen und also die Töne mit den Bassseiten nicht die Töne von den Diskantseiten verschlucken, sag ich mal. Ne? Gut, ja, welches denn werden wird? Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ihr werdet es in dem nächsten Loop-Video sehen. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen, Sorgen, Nöten oder Anträgen einfach eine Mail an meine E-Mail-Adresse oder unter das Video. Welche hat sich für euch am besten angehört? Habt ihr überhaupt Unterschiede gehört? Ja, ihr hättet für das Video am besten Kopfhörer aufgesetzt, hätte ich besser am Anfang gesagt. über so ein Handy hört man zwar Unterschiede, aber nicht die Feinheiten. Da sollte man gucken, dass man gute Kopfhörer hat oder vielleicht gute Monitorboxen am PC. Darüber hört man Unterschiede relativ gut. Ich wollte jetzt wirklich auch nur den reinen Klang der Gitarren zeigen und nicht mit irgendwelchen Sounds. Das habe ich ja alles schon gemacht. Gut, ich bin der Patty, sag tschüss, goodbye und adios, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.